6 Uhr morgens in Marke-Zürchheim. Maischeduft liegt in der Lutzgasse. Die Zwillinge von Winzerin Ilonka Scheuring schlafen noch. Der Cabernet d'Orsa, ein aufwendiger Rotwein, bekommt jetzt die volle Aufmerksamkeit. Ist leider nicht ganz so viel geworden, weil die Fläche dieses Jahr eben ziemlich erfroren ist. Aber immer noch besser als gar nichts. Und nachdem wir da traditionelle Maischegärung machen, kommt das Ganze eben in Behältern, die du dann immer wieder 3-4 Mal am Tag unterstoßen musst. Wie das so ist, Kinder lassen ihr Zeug halt überall liegen. Ne? Die Zeit drängt. Bis mittags ist der Nachwuchs im Kindergarten. Ilonka Scheuring ist zwischen Reben, Presse und Fässern groß geworden. Mit 23 Jahren übernahm sie das Weingut der Eltern. Ich bin eine von 9%, die einen landwirtschaftlichen Betrieb auch führt und besitzt in Deutschland. Und das heißt, der Rest von den ganzen landwirtschaftlichen Betrieben wird von Männern geführt. Und das ist schon sehr erstaunlich. Das zeigt natürlich, welche Herausforderungen man als Frau mit Familie und Kindern zu stemmen hat. Und entsprechend viel Durchhaltevermögen muss man da natürlich auch mitbringen. Geht nicht, gibt's nicht, lautet das Motto von Ilonka Scheuring. Wir freuen uns da mega drauf, jetzt endlich die gesunden Trauben dann auch heimzubringen. Weil dafür haben wir das ganze Jahr über letztendlich gearbeitet und viel Herzblut und Schweiß auch reingesteckt. Und nachdem das Wetter immer mehr Kapriolen mit sich bringt, macht's das natürlich alles nicht einfacher. An diesem Tag wird Grauburgunder geerntet. Romy Benze ist gelernte Chemielaborantin. In Ilonka Scheurings Weinberg ist sie zum ersten Mal als Erntehelferin dabei. Warum nicht da arbeiten, wo andere Urlaub machen? Und das ist doch hier ein Traum, wenn man hier runterschaut. Es ist natürlich auch schwere körperliche Arbeit, weil die Eimer sind schwer. Die wiegen so ja, zum Teil bis zu 20 Kilo. Ja, jetzt werden die geleert. Im Endeffekt ist das hier alles eine Qual, ne? Aber Qualität kommt von Quellen. Mittlerweile ist es natürlich auch alles durchgetaktet. Also es ist nicht so diese ganz romantische Vorstellung von der Weinlese, wo man hat, 3 Stunden liest man, 2 Stunden macht man Brotzeit und dann ist Feierabend. So war das früher bei meiner Tante, das hat mir auch immer gut gefallen. Deswegen habe ich gedacht, oh ja, das ist doch schön und cool. Aber ja, in Wirklichkeit geht es auch Schlag auf Schlag. Hier am Ratzbacher Benediktusberg ist es besonders steil und der Regen der letzten Tage erschwert die Arbeit. Immer wieder kommt der Traktor ins Schlingern. Insgesamt müssen Ilonka Scheuring und ihre Helfer auf 8,5 Hektar 10 verschiedene Rebsorten lesen. In den Zeilen geht es eng zu. Zentimeter Arbeit ist gefragt und das unter Zeitdruck. Rutscht jetzt dann doch ein bisschen. Ich hoffe, ich komme da jetzt noch gut raus. Adrenalinsucht ist jetzt hier genau richtig. Aber man darf auch nicht übermütig werden. Geduld, Ruhe, ja, und ein Freak muss man sein, um sowas zu machen. Die feine Fracht aus dieser Rebzeile wäre geschafft. Romy Benze ist über einen Beitrag im BR-Fernsehen auf Ilonka Scheuring aufmerksam geworden. Sie stellt eine Qualität her und nicht so eine Masse, sondern halt einfach einen feinen Wein. Das fand ich gut und deshalb habe ich bei ihr angerufen. Und sie hat auch gleich ja gesagt, ich durfte. Zu Hause in Marokko, wie die Einheimischen Marke-Zürchheim liebevoll nennen, nimmt Ilonka Scheurings Papa Kurt 3 Tonnen Trauben in Empfang. Das Au-pair-Mädchen kommt mit den Zwillingen Wilhelm und Kaspar vom Kindergarten. Komm mal raus. Die beiden übernehmen quasi eine erste Qualitätskontrolle. Traubensaft wurde ihnen schon mit der Muttermilch eingeflößt. Probier mal, ob sie reif sind. Du hast schon. Hast du schon stipitzt? Wie ist es so? Bisschen gut. Ich war ja hochschwanger und habe ja genauso Weinlese gehabt, als wäre ich nicht schwanger. Nur mit
einem riesen Bauch und das letzte Jahr waren sie ja mehr oder weniger dann auch schon. Jedes Jahr sind sie da dabei. Spielerisch lernt Ilonka Scheuring im Nachwuchs, was ein Winzer in Spee wissen muss. Kaspar kann schon das Mostgewicht ablesen. Und haben wir viel blau oder viel weiß? Viel weiß. Viel weiß. Das sieht gut aus, gell? Fast zu gut. 96 Grad Öxle. Der Traubensaft ist zuckersüß. Winzerin Ilonka Scheuring hat die Lese für heute geschaukelt. Jetzt nur noch die Kinder.